Vom House of One habe ich gelernt, dass man ein Haus zuallererst Schritt für Schritt gemeinsam im Geiste erbauen muss, bevor man es dann in Stein meißelt. Jetzt sind 10 Jahre vergangen und der Grundstein wird in Berlin gelegt. Ich glaube aber, dass die Verbundenheit weit darüber hinaus reicht. Ich wünsche mir vom House of One, dass es ein Ort der Zuflucht wird und bleibt für Menschen, die Geschwisterlichkeit und Freundinnenschaft suchen, im gemeinsamen Glauben, aber auch im Streiten und im Voneinanderlernen und vor allem im Suchen. Außerdem wünsche ich mir, dass es ein Ort der Solidarität ist, wenn die einen von uns mal mehr leiden als die anderen.